Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Rayman Origins. Wir sind letztes Mal nicht wirklich hier stehen geblieben. Eigentlich haben wir als letztes ein Level aus der zweiten Welt nochmal gemacht, um dort die Zeit-Challenge zu erledigen. Nun stehen wir aber wieder hier und ich würde mal sagen, Augen zu und durch, los geht's mit diesem Level. Mal sehen, was uns dort erwartet. Die Welt hat ja nichts Gutes vermuten lassen. Mit den Stachelfiechern, die da schon auf der Overworld zu sehen waren. Mal sehen, was uns hier drin erwartet. Oha. Wow. Okay. Das war fast schon überraschend, dass das dann auf einmal doch so schnell runterging. Ja, aber okay, dieser erste Raum ist im Allgemeinen nicht so das Problem. Den haben wir ja doch recht souverän abgeschlossen. Oh, jetzt wieder eine Raupe. Upsala. Hep, hep. Also. So, ihr seid ja absolut kein Problem. Gut, die habe ich auch. Das möchte ich aber nicht, erstmal nicht. Ich möchte erstmal hier hin. Der Mann hat ja schon gesehen, dass dort ein Geheimnis ist und gehört, dass das ein Käfig ist. Hier kann ich hochlaufen, okay. Und zack. Sehr gut. Ja, mit dem Käfig. Den ersten Käfig haben wir schon mal. Das lief doch schon mal gut. Würde ich das Ganze bedienen. Einfach nur gut. Dann können wir uns jetzt auch weiter hier auf dem Level hier auf den Weg machen. Ich möchte mal hier gucken. Gut. Hep. Hier die. Kann ich dort nicht eigentlich einfach. Hey. Ah. Hep. 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 So. Hep. Hep. Hep, hep, na also. Gut, das hätten wir auch. Jetzt gehe ich nochmal diesen Weg hier lang, einfach weil er einfacher ist. Eigentlich. So, gut. Das hat doch funktioniert. So. Einfach hier stehen bleiben. Dann kommt die schon von alleine. Sehr schön. Diesen Raum auch ziemlich gut abgeschlossen. Muss ich ja sagen. Gibt's hier was? Nein. Okay. Hätte ja sein können, dass da noch ein Schatz versteckt ist. So. Ich lasse jetzt einen einfach mal eben raus. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir genug Lob sammeln, ist eh nahezu null bei mir. Also, ja. Kann ich den auch mal rauslassen. Hauptsache ist ja, dass wir das Level schaffen. Übrigens habe ich jetzt mal, ich war so klug und habe mal im Spielauswahlbildschirm geguckt. Ja, wir haben tatsächlich die Hälfte geschafft. Wir haben nämlich 5 von insgesamt 10 Zähnen von diesem Torwächter gesammelt. Hep, hep. Was haben wir hier? Hier geht es auf jeden Fall weiter. Was ist hier? Rechts? Das war jetzt denkbar schlechtes Timing. Okay. Da ist eine Münze. Medaille. Nee, eine Schädelmünze sind die, glaube ich, ne? Dann lasse ich sie mal da. Upsala. Yep. So. Da oben ist doch noch was. Mist. Aber auch das ist nur eine Münze. Eine Medaille, Münze, Medaille, Münze. Ich meine, das war Münzen. Also, ja. So. Hep. So. So ging das. Also, wie gesagt, die Hälfte von dem Spiel haben wir in etwa geschafft. Na? Da hat Rayman einen Stehtanz aufgeführt. Sehr talentierter junger Mann. In solchen Sachen. Hep, hep. Hui.
Das hätte auch auf die Nieren gehen können und auf die Rippen. Stelle ich mir nicht besonders gesund vor. So. Okay. Die Raupe dort sieht doch böse aus. Achso, die gehen einfach nur rein, sobald man sie berührt. Was zum Teufel ist da denn passiert? Nein, Mensch, ich will doch... Das will ich doch gar nicht. So, dich habe ich. Jetzt will ich dich noch weghaben. Und dann will ich mal gucken, ob ich hier irgendwie lang komme. So, jetzt muss ich auch hier lang. Und jetzt kann ich hier. Okay. Okay, äußerst interessant. Könnte man das durchaus betiteln. So. Boah, den einen oder anderen habe ich durchaus hier jetzt eingesammelt. Nein. Ah, da war doch ein Herz. Kurz vorm Herz bin ich gestorben. Oh. Also nochmal. Diesen gesamten Raum hier. Leben einsammeln. Die ihn mal kurz kaputt machen. Sollten ja nicht so sehr das Problem sein. So. Hier. Na. Ach, egal. Jetzt ist eh zu spät. So. So, und vorsichtig sein. Also hier ist noch nicht. Hier passiert eigentlich nichts. So. Das Herz einsammeln und dann hier rüber, um den nächsten Käfig abzuholen. Oh, nochmal ein Mückenzwischenlevel. Sehr schön. Gefällt mir gut. Oh. Da war ich wohl ein wenig zu vorschnell. Huch. Okay, hier fällt alles runter. Mist. Das hätte man durchaus besser machen können. Aber ich habe jetzt ja die Chance, das besser zu machen. Also noch einmal rein da. Auf ein neues. Komm schon, Mickey. Wie auch immer sie heißt. Wir schaffen das. So. Hier weiß ich jetzt ja, dass ich nicht allzu schnell machen muss, da das Ding ja doch wieder hochgeht. So. Irgendwie scheint es mir so, als würden die nicht kaputt gehen. Aber das ist ja nicht unbedingt vonnöten. Oha. Und jetzt hier hinter. Okay, ist ja nicht so das Problem, das zu lösen. Das haben wir geschafft. Hier haben wir den Käfig. Alles supi. Alles erreicht, was wir erreichen wollen. Wunder, wunderschön. Und das Herz haben wir auch noch behalten. Viel besser geht's ja wirklich nicht. Rein hier. Okay, hier bauen sich ein paar Plattformen auf. Das war natürlich komplett in die falsche Richtung. Oh, ha. Na, klasse. Da habe ich das Herz gleich wieder verspielt. Und das war das Ende. Oh Gott. Da muss ich ein bisschen schneller arbeiten. So viel zum Thema ein bisschen schneller arbeiten. Ja, ich springe einfach mal über die Plattform rüber. Das geht bestimmt schneller. So. Ja, Rayman, abspringen ist nicht so wichtig. Hast du wohl recht. Das ist nicht nötig. So. Nein, nein, nein. Oh. Ich kann es nicht fassen. Tja, bleibt nichts anderes übrig, als mich zu opfern. Und das Ganze noch einmal versuchen. Springen, springen, springen. So. Hep, hep. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Hier jetzt. Gut. Das hat doch funktioniert.
Das freut mich. Und hier sind wir auch schon im letzten Raum dieses Levels. Na also. War doch absolut kein Problem, die zu zerquetschen. Wir werden wahrscheinlich wieder ein Elektron für die angesammelten Lumps erhalten. Aber keinen zweiten, da wir wieder nicht 300 haben. Aber wir sind erstaunlich nah rangekommen. Naja, immerhin einen. Da kriegen wir ihn. Dankeschön dafür. Der Rest wird auch noch irgendwie ins Glas gefüllt. Und wir gehen weiter. Zurück zur Lichtung der Träume. Mal sehen, was jetzt auf uns wartet. Erstmal werden natürlich die ganzen Dinger gesammelt hier. So, mal sehen, was haben wir hier im Fluss. Okay. Ab in den Fluss hinein. Das Level werden wir in diesem Video zwar nicht komplett schaffen, aber wir können es ja schon mal anfangen. Das ist ja nicht das Problem. So. Hier links ist nichts. Dann will ich mal hier rüber. Da habe ich jetzt ein paar auslassen müssen. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde es äußerst komisch, dass einige davon so goldene Stacheln haben. Ich frage mich, warum das so ist. Na gut, das hat es einfach noch erreicht. Weiter geht's. Hier haben wir auch wieder Musik. Und einen weiteren König. So. Nein, da oben möchte ich noch weiter lang. Nein. Ah, Mist. Da habe ich beim ersten Mal einfach verkackt. So. Ja. Ach, klasse. Na, jetzt lauf doch auch. Okay, das war jetzt auch wieder genau richtig. Ich bin auch so total im Fluss hier. Das kriege ich ja richtig klasse hin. Mensch, in Scanners, ich bin ja begeistert von mir selbst. Eigenlob stinkt zwar, aber in diesem Fall ist das echt mal angebracht. So. Ich glaube, ich sehe schon, wo wir die haben. Ich will doch gar nicht, Mensch. So. Und jetzt hier lang. Genau. Meine Güte. Da starten wir auch mitten im Gebiet. Rennen wir mal hier lang. Und schalten die mal aus. Da bin ich zuerst in die falsche Richtung gelaufen, so wie es aussieht. Aber das macht ja auch nichts. So, wir können ja auch nochmal hier links hochlaufen. Das ist ja alles nicht allzu sehr das Problem. Wir können es auch normal versuchen. Keine Sorge, es geht schon alles. Und kaputt. Sehr schön. Den Käfig haben wir immerhin. Die Käfige sammeln wir ja relativ konsequent ein. In den Leveln. Das ist ja ein zufriedenstellender Aspekt.